Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu King's Quest. Wir probieren jetzt hier nochmal unser Glück. Ohne das Losungswort gibt es keinen Einlass. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Na toll, der Neuling ist zurück. Très bien. Schmeiß einfach rein, womit sie dich rufen und dir verbrennen ist. Okay, ich muss irgendetwas anderes da reinschmeißen als jetzt, ne? Wie süß! Eine kleine Brückenglocke für eine kleine Gans. Nächster Punkt, Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. So, und jetzt haben wir ja noch das auch. Olfis Horn, das ist ja unsere Glocke. Wir sollten diese Sitzung lieber vertagen. Ich hatte sie ausgetrickst. Die Glocke hatte keinen Wert für mich, aber Waddles Horn würde mir neue Wege eröffnen. Okay. So, Waddles Horn war, an einer Stelle kann ich mich erinnern. War das die einzige Stelle oder gab es da noch mehr? Ich erinnere mich an so viele goldene. Aber an eine weiß ich auf jeden Fall. So, jetzt holen wir erstmal Olfi. Weil das Mundstück haben wir ja auch noch. Achso, ich stehe dich richtig dran. Hey, Olfi. Ich habe euch zwar gerade ein bisschen betrogen, aber es tut mir leid. Das muss sein. So. Das war bei dem Frosch. Wir kommen voran. Wir haben noch so viel vor uns. So. Waddles. Hey, Waddles. Hi. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Das lohnt doch nicht so leicht hier mein Temperament. Hi, Pilar. Ah, jetzt sind wir... Ah, jetzt brauchen... Bei dem Stress brauche ich was zu knabbern. Was hast du da? Pilar? Sie schien lieber naschen, als ein Feuer anzünden zu wollen. Croissants! Geh weg von meinen Croissants! Ils sont à moi! Mit Rosinen, oder? Kann das sein? Ihr muss doch irgendwo noch Kleinholz sein. Ah, sie will das verbrennen. Darin befand sich das letzte Horn, das mir noch fehlte. Tritt ruhig näher, wenn du dich verbrennen willst. Okay. Eine kleine Stärkung schadet nie. Wie aggressiv Pilar guckt. Muss ich das... Nee, du wertlose Flamme. Muss ich das klauen, wenn sie da sich was nimmt? Ein Croissant schadet nie. Darin befand sich das letzte Horn, das mir noch fehlte. Tritt ruhig näher, wenn du dich verbrennen willst. Nope.
Ich muss sie einschläfern, glaube ich. Wow, steig auf, steig auf. Oh, Menno. Ich meine, da sind ja Rosinen dran, also. Pulverisieren. Nicht so gut. Sorry, Pilar. Ein Nickerchen. Jetzt ein Nickerchen. Das ist nur ein Traum. Schmächtige Jungs schmecken dir nicht. Großartig. Jetzt hatte ich sie alle beisammen. Sehr schön. Kann ich hier noch irgendwie was nehmen? Ich will mich nicht selbst hypnotisieren. Naja, auch wieder wahr. Mehr Mana brauche ich nicht. Okay, dann sind wir hier fertig. So, dann gehen wir mal... Ah, schön, Waddles, du bist noch da. Wunderbar. Zu dem einen goldenen Horn. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dafür nochmal durch den Wald muss. Ich glaube ja. Oh, hey Olfi. Schön, dass du noch da bist. So, dann wollen wir doch mal. Oh, was ist das? Ach, sieh mal einer an. Okay. Das habe ich sogar beim letzten Mal übersehen. Ich habe registriert, dass da was ist, aber irgendwie... Ja... Für den Brösler. Dann kriege ich meinen Triumph wieder, oder? Ach, du bist jetzt schon wach? Oh, hey, Pilar. Du wirkst erfrischt. Ich war gerade dabei, eine Glas Käse zu genießen. Aber nein, das ist natürlich viel wichtiger. Selbstverständlich. Okay, wo bringt uns das hier hin? Oh. Oh. Wow, das Schloss hatte ein Grabenmonster? Hast du es gezähmt? Ihm Tricks beigebracht? Was hat es am liebsten gefressen? War es ein Süß- oder Salzwassermonster? Nein, Gwendolyn. Dieser Teil der Geschichte ist nur eine Andeutung. Das heißt, ich muss noch warten, oder? Ich fürchte, ja. Ah, oh, okay. Sagt dann, das gibt's erst in der nächsten Episode. Kann das? Ist das für mich jetzt hier noch nicht von Relevanz ist? Trapp, trapp. Ich hoffe, du hast saubere Schuhe. Bestimmt verteilst du Witzelkacke auf meinem Rücken. Nein, nein. Natürlich nicht. Okay. Der scheint sogar auch noch so Licht auf den Stein und ich renne das erste Mal daran vorbei. Großartig. Weil ich irgendwie... Habe ich das für eine Lampe gehalten? Ich weiß auch nicht warum. Traurig, aber wahr. Ich habe das echt für eine Lampe gehalten. Okay. Versuchen wir uns erstmal Triumph zu holen.
Wer auch immer der seinen Arbeitsauftrag hat liegen lassen für den Brösler. Hallöchen! Ich bin's, mal wieder. Oh, hey, Graham. Howdy. So. Ich weiß nicht, wie du dir das leisten konntest. Du kannst dir nicht mal eine vernünftige Rüstung leisten. So, den kannst du auf alles kleben, was du zerhackt, angehoben oder zerbröselt haben willst. Der Brösler macht den Rest. Okay. Gut, dann holen wir uns jetzt Triumph. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich den Frosch kriegen soll. Aber gut, dazu später. Dazu später. Und irgendwo, glaube ich, war doch noch ein goldenes Horn. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich komme, Triumph. Ich komme. Und vor allem, was hat es mit diesen Löchern auf sich? Da leuchtet auch irgendwas drin. Ne, es sah nur so aus. Okay. Ich bin unterwegs, Triumph. Ich rette dich. Naja, der Brösler, aber, ne? Das hast du mir zu verdanken, dass du überhaupt kommt. Hauptsache Triumph, gibt es da noch überhaupt noch? Hey Stuckel, überleg dir das nächste Mal vorher, was du frisst. Okay, lass mich raten, jetzt muss ich hier gerade einmal rausgehen und dann wieder hin. Ah ne, alles gut. Kein Problem für den Brösler, leicht verdientes Geld. Na, ich hab Triumph wieder, großartig. Hey, Kumpel. Triumph! Hey, Kumpel. War das Steak gut? Ich weiß ja, du bist gerade erst aus einem Baum gefallen, aber da findet ein Tempoduell statt und ich... Hätte ich auch nicht besser sagen können. Los geht's! Schon merkwürdigeres gesehen. Oh, beachte uns gar nicht. Wir halten uns nur in Form. Es ist mein Tag. Mein Name ist Larry. Das ist Kyle. Graham. Wissen wir. Wir haben dich beobachtet. Wir finden, du hast Potenzial. Wir unterstützen dich. Danke. Keine Ursache. Wir sind für dich da. Wenn du uns brauchst, ruf einfach. So. Hey. Viel Glück bei den Duellen. Okay. Das Tempoduell. Im Moment rast nur mein Herz. Wie sollte ich aus dieser Nummer wieder rauskommen? Nimm das! Was zum Henker? Okay. Kleine Frage, wie soll ich das hinbekommen? Ich meine, wieso hat er jetzt schon so einen Vorsprung? Ich glaube, beim ersten Mal muss ich das erstmal verlieren. Yay! Sang und klanglos untergegangen. Was? Was ist kaputt? Alter, dieser Saftsack. Hallo, wie könnte ich es wagen? Als ob mich das auffällt. Ende. Von diesem Satz. Und dann? War ich zu früh. Weiter geht's! Ja, ja. Du bist ja auch... Komm schon, Triumph! Zieh an! Gib Stoff, gib Gummi, was weiß ich! Aber mach!
Ende. Sorry. Auf ein neues. Nicht super. Saftsack. Aha. So geht das, Graham. Der Sieg ist mein. Was? Nimm das, Gideon. Ich bin nicht Gideon. Es besteht dir recht. Meine Rüstung muss makellos bleiben. Ganz sicher nicht. Schweige! Kopf einziehen, Jermaine. Sherry, ich sehe nichts. Die Mähne siegt. Okay, ich... Oh, scheiße. Nach links! Links! Nach rechts! Alles klar! Nach rechts! Hab dich! Links! Hab dich! Nach links! Alles klar! Kyle! Gary! Alarm! Ich glaube, das ist etwas kontraproduktiv, Leute. Wir müssen es ihm zeigen. Ja. Hey, Whisper. Was versuchst du da für Tricks? Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Was? Hey, Whisper schafft das. Die Flammen loderten vor meinen Augen. Sehr gut, Graham. Was? Hey, Whisper schafft das. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Auf euren Händen stehend. Whisper schafft das. Ups. Addendum 2.5 besagt noch eine Runde. Nein! Und ach nein! Und Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht! Rückwärts! Was? Hey, Whisper schafft das! Wir müssen es ihm zeigen! Auf jeden Fall! Hey, Whisper! Was versuchst du da für Tricks? Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Was? Hey, Whisper schafft das! Die Flammen loderten vor meinen Augen. Sehr gut, Graham! Was? Hey, Whisper schafft das! Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Whisper schafft das. Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und Fletcher. Was? Hey, Whisper schafft das. Addendum 2.5 besagt noch eine Runde. Okay. Muss ich das alle drei Male sagen, dass ich einen gewissen Vorsprung habe? Das könnte natürlich sein. Und okay. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Was? Hey, Whisper schafft das! Die Flammen loderten vor meinen Augen. Kyle! Wollt ihr wirklich so euren freien Tag verbringen?
Hey, Whisper! Was versuchst du da für Tricks? Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Was? Hey, Whisper schafft das! Die Flammen loderten vor meinen Augen. Sehr gut, Graham! Was? Hey, Whisper schafft das! Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt... Ich hab eine Idee. Schafft das. Ich hab eine Endlich Idee. Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und Fletcher. Was? Hey, Whisper schafft das. Ja, ich hab jetzt eine Idee. Ja, natürlich. 2.5 besagt noch eine Runde. Ja, natürlich. Ich weiß es jetzt. Und... Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Auf euren Händen stehend. Whisper schafft das. Ah! Whisper bereut seine Entscheidung. Sehr gut, Graham. Wie gesagt, mein Training. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Rückwärts! Whisper schafft das! Au, 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 au! So hilf mir doch jemand! Au, au, au! Wir schaffen das, Graham! Schau zurück! Auf dein Spiegelbild! Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht! Während ihr der Garde eure Legenden erzählt! Whisper schafft das! Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und Fletcher. Was? Hey, Whisper schafft das! Komm zurück, Whisper! Bitte erzählt uns eine Geschichte. So geht das, Graham! Oh, meintest du, Graham? Ja, wir wussten, du schaffst es. Gut, Graham! Geschieht dir recht, Whisper. Oh. Ach, Whisper. Okay, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, eure Katze an.